Servus, ich bin Sebasti, stelle ich heute D-Day Dice vor vom Emmanuel Aquin, ist 2012 bei Valley Games erschienen. Es war ein Kickstarter-Spiel, bei dem ziemlich viel Geld zusammenkam, was man dann auch an der opulenten Ausstattung bemerkt. Und thematisch bewegen wir uns im Zweiten Weltkrieg. D-Day Dice ist ein kooperatives Würfelspiel, das so einen Kniffelmechanismus benutzt. Aber jetzt bitte nicht wegschalten, denken, oh nee, nicht schon wieder ein Kniffelspiel. Das Spiel ist durchaus ziemlich thematisch. Ihr könnt euch das jetzt einfach mal angucken. Und auch dieser Kniffelmechanismus ist wirklich vom Glück her ziemlich reduziert. Also, ich würde jetzt sagen, wen Zweiter Weltkrieg interessiert, wen Würfelspiel interessiert, wen kooperative Spiele interessieren, die sollten da jetzt auf jeden Fall mal reingucken. Da das Spiel natürlich auch schon einige Preise gewonnen hat, jetzt bei BoardGameGeek zum Beispiel oder den Canadian Games Design Award. Wie gesagt, jetzt lang genug geredet, jetzt schauen wir einfach mal rein. Am Ende sage ich euch immer, wie ich das Spiel finde. Bevor man mit D-Day Dice loslegen kann, muss man sich zunächst eine dieser Battle Maps aussuchen. Wir haben 8 Stück, also 4 Tableaus mit jeweils 2 Szenarien, also 8 Battle Maps insgesamt. Und was man im Grunde versucht, ist, sich vom Strand hier unten mit seinen Einheiten immer weiter hochzuarbeiten durch diese Sektoren, die hier so quadratisch abgegrenzt sind. Und man versucht, mit allen Einheiten diesen Bunker einzunehmen. Das heißt, jede Einheit, also auch jeder Spieler, muss seinen Spielstein, seinen Würfel hier oben reinkriegen und dort eine Runde überleben. Schafft ein Spieler das nicht, hat man das Spiel verloren. Die Szenarien sind vom Schwierigkeitsgrad her und von der Komplexität her ansteigend. Wir haben hier erstmal so diese Training, also das ist die Trainingsmission hier, Tiger Exercise. Und man sieht hier schon, es sind eher noch wenig Symbole, aber dann geht es hier schon los, sind mehr Sektoren, mehr Symbole. Der Widerstand des Bunkers wird immer größer, immer schwieriger und auch ja, diese Symbole und so nehmen immer mehr zu. Okay, man sucht sich jetzt praktisch hier eine aus. Ich nehme jetzt mal einfach die 5. Juno Beach, die lege ich jetzt mal hier aus. Und dann stellt jeder Spieler hier seinen Würfel, das ist die Spielfigur, hier unten drauf. Kann man zum Beispiel hier beginnen und der andere Sektor wäre jetzt hier, vielleicht möchte ein Spieler hier beginnen. Okay, bevor das Szenario jetzt losgeht, muss man hier noch aus der Regel sich heraussuchen, das ist hier gut, ziemlich gut gemacht, welche Items, welche Spezialisten und ja, welche Fahrzeuge vielleicht hier einfach zur Verfügung stehen. Das kann man einfach hier ganz einfach nachlesen. Weiterhin werden hier nochmal verschiedene Sektoren und ihre Spezialsymbole erklärt. Also noch etwas genauer wie hier unten, da haben wir auch kleine Erklärungen, wo Symbole erklärt wird. Hier kann man es nochmal genauer nachlesen. Wir haben hier verschiedene Sachen. Jeder Spieler hat erstmal reguläre Spezialisten. Da hat jeder Spieler das gleiche Deck an Karten. Hier werden immer eine bestimmte Anzahl herausgenommen, wie gesagt, hier durch die Anleitung vorgegeben. Die legt man erstmal bei sich ab und die kann man dann im Laufe des Spiels kaufen sozusagen oder erwerben. Dann hat man hier einmalige Spezialisten, die allen Spielern zur Verfügung stehen. Die werden in die Tischmitte gelegt und ja, am besten so, dass jeder Spieler die gut sehen kann. Dann haben wir reguläre Items, also normale Gegenstände, die sind auch in jedem Spiel verfügbar. Und dann haben wir hier spezielle Items, die sind praktisch auch wieder vorgegeben durch Szenario, sind ganz, ganz viele, wie man hier sieht, und es spielen immer nur eine gewisse Anzahl mit. Manche Szenarien haben dann eben sogar Fahrzeuge, zum Beispiel hier den Tank, also ein Panzer, Bulldozer, ja, Ambulanz und so weiter. Gut. Diese Awards erkläre ich dann später noch. Jeder Spieler bekommt auch eins dieser Tableaus und da sind so Drehscheiben drauf und hier findet praktisch das Ressourcenmanagement statt. Ressourcen haben wir hier Soldaten, dann Sterne, also Auszeichnungen, Item Points, mit denen man später eben reguläre und Spezialitems kaufen kann. Und dann gibt es hier noch das Courage, das ist praktisch auch noch eine Währung, das ist praktisch der Mut, den die Einheit hat. Mut braucht man, um voranzuschreiten auf diesen Battle Maps. Man beginnt immer mit einem vorgegebenen Grundkapital. Eigentlich sind es meist nur Soldaten, es gibt aber hier zum Beispiel auch ein Grundkapital, ein Soldat und 7 Item Points. Die ersten Szenarien starten aber grundsätzlich hier mit 4 Soldaten und das ist dann praktisch das, mit dem man gleich mal losspielen kann. Okay.
So, dann brauchen wir noch diese Übersicht hier am besten am Anfang, dass man nochmal genau nachlesen kann. Hier ist wirklich alles drauf, die Spielabfolge, was wie erwürfelt wird, was man für zum Beispiel ja, die Symbole bekommt, die man hier erwürfelt pro Runde. Ja, und ist das praktisch dann alles herausgesucht, ist das Setup fertig, dann kann es eigentlich losgehen. Das Spiel geht jetzt über mehrere Runden und in jeder Runde hat man 5 verschiedene Phasen hier genau aufgelistet. Die erste Phase ist, dass die Spieler jeweils simultan ihre Würfel würfeln. Jeder hat 2 rote, 2 blaue und 2 weiße. Im ersten Wurf, insgesamt hat man 3, muss man 2 der Würfel locken, also sperren. Das heißt, die dürfen in den gesamten 3 Würfen nicht mehr neu gewürfelt werden. Ich kann jetzt allerdings auch noch 2 andere Würfel hiermit herausnehmen. Die dürfte ich praktisch jetzt im zweiten Wurf dann nicht würfeln. So, aber ich könnte jetzt sagen, im dritten Wurf nehme ich die wieder mit hinein. Oder ich würfel einfach noch mit dem letzten verbliebenen weiter. Okay, so, das ist jetzt mein Endergebnis, nennt sich Final Tally. Das ist ganz wichtig als Begrifflichkeit für die ganzen Karten hier. Diesen Final Tally wertet man jetzt in Phase 2 aus. Man nimmt sich sein Spielertableau, ich hoffe man sieht es ganz gut, und nimmt sich jeweils das, was hier angegeben ist. Also, ich habe 2 Soldaten, also drehe ich mein Rädchen hier 2 hoch, habe ich 6. Ich habe 3 Sterne, also kriege ich hier 3 Sterne gut geschrieben. Und ich habe ein Tool, und da muss ich hier auf dieser Tabelle nachsehen. Zum Beispiel gibt es für ein solches nur ein Item Point, für 2 schon 3, für 3 schon 6 und so weiter. Also je mehr dieser Schraubenzieher ich hier habe, Schraubenschlüssel, umso mehr Item Points kann ich hier generieren. Gut, jetzt habe ich aber hier zum Beispiel 3 Symbole in 3 verschiedenen Farben. Das sind die sogenannten Red, White, Blues. Die möchte man haben, denn für Red, White, Blues gibt es immer Sonderboni. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Wir gehen jetzt hier mal näher ran. Man sieht hier, hat man 3 Totenköpfe, kriegt man hier 20 Item Points gut geschrieben. Ansonsten sind Totenköpfe eher negativ, denn für jeden Totenkopf muss man ein Würfelergebnis aus seinem letzten Wurf herausnehmen. Dann hat man hier diese Sterne. Diese Sterne, habe ich jetzt hier dann schon erwürfelt, habt ihr gerade gesehen, bringen einem die Option, dass man einen weiteren weißen Würfel, und das ist jetzt hier interessant, das ist ein gutes Beispiel, einen weiteren Würfel zu seinem letzten Ergebnis hinzuzählen darf. Ich kann es praktisch sagen, okay, ich habe jetzt noch einen weißen Soldaten und kann damit jetzt praktisch, weil ich wieder Red, White, Blue habe, einen erneuten Bonus auslösen. Falls mir das nichts bringt, kann ich mich auch dafür entscheiden, einer anderen Einheit, also einem anderen Spieler, 2 dieser Courage-Punkte gutschreiben zu lassen. Da muss man sich dann eben austauschen, wer braucht die jetzt am nötigsten und der bekommt sie dann. So, dann gehen wir wieder ein wenig näher ran. Jetzt kommen die Soldaten. Wie gesagt, also das sind schon mal, wenn man 3 verschiedene Soldaten würfelt, jeder einen Punktwert, dann kriegt man 4 Soldaten extra. Und ein anderer Spieler kriegt auch nochmal 4 Soldaten. Muss man eben auch wieder gemeinschaftlich entscheiden, wer soll die bekommen. Habe ich diese 2er Soldaten in Red, White, Blue erwürfelt, bekomme ich 6 Soldaten und nochmal 6 extra. Hat man hier dieses Battle Cry, also 3 Courage-Symbole in Red, White, Blue, dann darf ich mir entweder 3 Soldaten nehmen oder ich darf mich kostenlos fortbewegen. Das werden wir jetzt noch in der Move-Action dann sehen, was eine Bewegung eigentlich kostet. Ich muss dann praktisch die Bedingungen, die fürs nächste Feld verlangt sind, nicht erfüllen. Dann haben wir hier 3 Schraubenschlüssel. Hier kriege ich einen Special Find. Hier kann ich Items, die schon ausgespielt sind, die schon weg sind praktisch, die schon benutzt sind, erneut wieder aufnehmen. Ansonsten sind die komplett aus dem Spiel, sobald sie ausgespielt werden. Ich muss allerdings die Kosten dafür bezahlen. Möchte ich das nicht, kann ich mir stattdessen 2 Sterne hier gut schreiben. Und das letzte hier ist praktisch eine Straße. Man hat praktisch dann 6 Würfel, die hier eine Straße ergeben. Und wenn man das schafft, bekommt man hier einen Award. Das ist eine dieser Karten hier. Das sind richtig starke Sonderkarten, die meistens alle Spieler betreffen. Und da ziehe ich dann einfach eine
Nee, Quatsch, hier darf ich mir sogar eine aussuchen. Das heißt, ich nehme diesen Stapel an Awards, schaue die durch und schaue, was passt jetzt für unsere Situation, für unsere Gruppe, was ist jetzt am sinnvollsten und suche mir eines aus. Okay, das war jetzt praktisch die Upkeep-Phase. Jetzt kommt es zur Recruit-Phase. Jetzt darf ich praktisch meine Sterne ausgeben, um spezielle Einheiten mir zu kaufen. Ich kann eben entweder diese Unique Specialists aus der Mitte kaufen oder einen meiner Regular Specialists, die ich vor mir liegen habe, kaufen. Wenn ich das praktisch bezahle, also es kostet entweder 2, 3 oder 4 Sterne, wenn ich das bezahle, lege ich die vor mir aus und kann diese Spezialisten jetzt in zukünftigen Zügen immer nutzen. Und vielleicht sogar gleich, wenn jetzt hier zum Beispiel die Bewegung betrifft. Denn die Bewegung ist jetzt die nächste Phase. Bewegung funktioniert so, dass ich mich entweder einen Sektor weiter nach oben bewege oder in einem Sektor nach rechts oder links wechsle. Bewege ich mich nach oben, kostet mich das hier immer ein Courage zum Beispiel. Das heißt, für diese Linie müsste ich ein Courage ausgeben, sonst dürfte ich mich nicht hier fortbewegen. Das Courage muss man erst einmal haben. Weiterhin haben viele Sektoren auch noch weitere Bedingungen, dass man zum Beispiel verschiedene Spezialisten hat oder dass man zum Beispiel einen Spezialisten sogar wieder abgeben muss, um sich fortbewegen zu dürfen. Ja, da das natürlich nach dem ersten Wurf oft nicht klappt, dass man hier weiterziehen kann und da man vielleicht auch teilweise wirklich zusammenbleiben möchte, kann man auf einem Sektor auch länger bleiben als nur einen Zug. Jedes Mal, wenn ich die Phase 2 abgewickelt habe, drehe ich diesen Chevron hier nach oben. Das heißt, in der zweiten Runde steht der oben, dann wird gedreht auf 3 und in der dritten Runde wird gedreht auf 4. Dieser rote Pfeil hier zeigt jetzt an, dass ich mich in diesem Sektor nicht länger aufhalten darf. Das heißt, nach dieser Runde muss ich mich bewegen. Kann ich zu diesem Zeitpunkt jetzt die Fortbewegungskosten, also jetzt Courage Tokens und andere Bedingungen, nicht bezahlen, kann ich nicht weiterziehen und die ganze Mannschaft, also die ganzen Mitspieler, haben verloren. Das ist natürlich denkbar schlecht und das sollte man vermeiden. Ja, vorher kann man natürlich beim Rekrutieren auch noch seine Item Points ausgeben, um sich spezielle Items zu kaufen. Gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen, ganz, ganz viele verschiedene Effekte. All diese Spezialisten und Items sind kumulativ. Das heißt, man kann sie sogar miteinander kombinieren und praktisch Boni für Boni miteinander, ja, in Wechselwirkung ausüben. Das ist jetzt schwer zu erklären, da müsste man jetzt ein Beispiel wählen, aber das würde jetzt in dem Video einfach zu weit führen. So, immer wenn ein Zug vorbei ist, ich stehen geblieben bin oder ich mich bewegt habe, wenn ich mich bewegt habe, drehe ich wieder auf Chevron 1, muss ich hier den Widerstand dieses Sektors bezahlen und zwar in Form von Soldaten. Hier unten müsste ich jetzt praktisch in der ersten Runde 3 Soldaten abgeben, in der zweiten und dritten Runde schon 4. Ziehe ich hier hoch, müsste ich schon 8 Soldaten abgeben. Kann ich einmal diese Soldaten nicht bezahlen, weil ich nicht genügend habe, hat auch wieder die ganze Mannschaft verloren. Soldaten sind übrigens auch diese Spezialisten. Das heißt, ich könnte auch Spezialisten abgeben, um diese Kosten zu bezahlen. Ist natürlich sehr bitter, aber ja, solange man im Spiel bleibt, ist es immer noch besser, als wenn man ganz verloren hat. Okay, und ja, diesen Widerstand bezahlen wäre praktisch jetzt schon die Phase 5 gewesen, der Combat, also der Kampf. Hat man all diese Phasen abgearbeitet, kommt es wieder zur nächsten Runde und da würfelt man praktisch wieder, man macht wieder sein Upkeep, man dreht sein Chevron wieder eins weiter, man kauft sich wieder Items oder neue Spezialisten hinzu, man bleibt stehen oder bewegt sich und man hat wieder am Ende diesen Kampf. Jetzt werde ich einfach noch ein paar andere Symbole hier auf der Karte erklären. Diese Widerstände haben die Farbe weiß oder eben schwarz. Schwarz bedeutet, dass ich in diesem Sektor eben nur einmal eine Runde spielen darf. Nach dieser Runde muss ich mich dann auch schon rausbewegen und dann würde ich meinen Würfel jetzt praktisch, wenn ich in Phase 2, wenn ich hier reinkomme, auf dieses schwarze Symbol legen und wenn das dann weitergedreht wird, dann heißt es, ja, ich muss hier auf den roten Pfeil stehen und muss mich nächste Runde weiter bewegen. Viele dieser Sektoren haben auch noch dieses Symbol hier. Das ist so ein, ja, Fadenkreuz. Das bedeutet, dass hier noch zusätzlich ein Maschinen,
Gewehrfeuer gewürfelt wird. Das heißt, man nimmt einen schwarzen Würfel oder für zwei Symbole eben zwei. Hier oben im Bunker haben wir zum Beispiel drei, würfelt die und addiert diesen Würfel, dieses Würfelergebnis zu dem Verteidigungswert und muss das praktisch noch zusätzlich von seinen hier Soldaten und Truppen abziehen. Okay, wie gesagt, man spielt es dann so lange, ja, bis man entweder hier jeder diesen Bunker eingenommen hat, in diesem Bunker auch nochmal überlebt hat oder eben verliert. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, diese Awards zu bekommen. Und zwar habe ich einmal hier 6 Courage und brauche sie vielleicht gar nicht zur Fortbewegung. Und ich habe über 6 Courage. Kann ich 6 Courage ausgeben, um den obersten Award zu ziehen? Und den darf ich dann praktisch in folgenden Runden einsetzen, um der oder meiner Mannschaft oder um allen Spielern sozusagen einen Vorteil zu geben. Also zum Beispiel hier könnte eine Einheit sich können sich alle Einheiten zweimal bewegen. Was haben wir noch? Hier kann man zum Beispiel 3 komplette Würfelergebnisse zu seinem Wurf noch hinzuaddieren. Dann könnte jede Einheit beispielsweise einen Spezialisten kostenlos rekrutieren. Also es sind richtig starke Sachen dabei. Hier hat man zum Beispiel einen Red, White, Blue Totenschädel, das heißt 20 Item Points und nochmal 10 Item Points extra. Also ganz, ganz starke Sachen. Die Spezialisten hier gibt es auch hier verschiedene. Hier zum Beispiel könnte man die Farbe eines Würfels ändern. Ist immer gut, wenn man praktisch ja, hier meinetwegen einen blauen Stern gewürfelt hat, blau, blau, rot, könnte man sagen, okay, der ist jetzt weiß und würde dann praktisch diesen Red, White, Blue Effekt auslösen können. Man kann zum Beispiel mit dem Lieutenant auch im letzten Würfelergebnis einen Würfel tauschen, allerdings nur, wenn man auf dem gleichen Feld steht. Da kommen wir jetzt gleich nochmal zum Tauschen. All diese ja, Sachen, die man hier sammelt, können getauscht werden, sofern man auf dem gleichen Feld steht oder man ein Item hat, mit dem man über die Entfernung tauschen kann. So, das ist jetzt noch wichtig gewesen. Gut, viele Sektoren haben jetzt hier eben auch noch solche Sachen. Hier zum Beispiel, dieses Symbol bedeutet, dass man beim ersten Wurf 3 Würfel locken muss, statt nur 2. Oder hier zum Beispiel kriegt man zum jeden Würfelwurf ein neutrales, ein unfarbiges Courage-Item noch, oder Courage-Symbol noch dazu. Oder hier müsste man dann 1 abgeben, wenn man es gewürfelt hat. Hier wäre es schlecht, wenn man 4 gleiche Würfel würfelt. Da müsste man nämlich 3 Soldaten abgeben. Also wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen. Jetzt haben wir auch noch so Geländetypen. Zum Beispiel hier könnte man nicht passieren. Also hier dürfte ich mich nicht nach rechts bewegen, sondern könnte nur noch hier mich vorwärts bewegen. Wenn ich mich nach rechts bewege, muss ich keine Kosten zahlen. Nach vorwärts immer Courage und die angegebenen, ja, praktisch angegebenen Bedingungen. Dann haben wir auch noch hier solche Minen, wie ihr seht. Bei Minen bräuchte man entweder einen Minesweeper, das ist hier jetzt einer der Spezialisten, der verhindert praktisch, dass diese Minen ausgelöst werden. Wo haben wir ihn? Hier. Oder aber ich muss diese Mine würfeln, das heißt, ich nehme einfach wieder einen schwarzen Würfel und bevor ich praktisch hier reinziehe, müsste ich schon nochmal jetzt hier durch dieses Würfelergebnis 4 meiner Soldaten abgeben. Diese Felder bedeuten einfach, dass der Widerstand in dem Sektor höher wird, je länger man drin bleibt. Am Anfang sind es nur 10, dann wären es schon 12, dann werden es 15. Also ihr seht, das ist teilweise dann richtig schwer und man muss hier wirklich gute Ressourcen würfeln auch, man muss gut zusammenarbeiten, denn oft kann man ja wirklich tauschen, oft hat man Spezialisten, wo man Würfelergebnisse modifizieren kann. Es gibt zum Beispiel hier den normalen Spezialisten, den Corporal, hier dürfte ich einen Würfel nochmal würfeln in meinem Wurf. Dann haben wir zum Beispiel einen Veteranen. Wenn ich für jedes Red, White, Blue, das ich habe, dürfte ich mir einen Soldaten zusätzlich nehmen. Beim Scout kriege ich immer einen Item Point extra und erhöhe dadurch natürlich über diese Tabelle teilweise richtig massiv meine Item Points. Dann der Platoon Leader. Hier brauche ich ein Courage weniger, um mich weiter zu bewegen. Hier kriege ich jedes Mal 3 Soldaten, wenn ich mich fortbewege, also nicht nach rechts oder links, sondern wirklich in die nächste Reihe hinein. Der kann zum Beispiel geopfert werden, um die, ja, um 6 Soldaten, die sterben würden, nicht sterben zu lassen, also zu verhindern, dass sie sterben. Ja, dann kann man den hier zum Beispiel auch opfern, um einen Extrazug in einem Sektor zu bleiben, also zum Beispiel einen 4. Zug zu machen. Ja, also wirklich ganz, ganz verschiedene und richtig starke
praktisch extra Funktionen. Ja, und deshalb sollte man eben auch immer versuchen, hier Red, White, Blues zu würfeln und auch Sterne zu sammeln und Item Points zu sammeln, um sich wirklich diese Items zu sichern. Von den Items, wie gesagt, die sind eben nur einmalig, die wirft man dann praktisch ab und hat sie dann nicht mehr. Die bringen auch richtig starke Effekte, zum Beispiel hier mal 5 Soldaten extra oder einmal die Minen ignorieren, falls man noch keinen Minesweeper hat. Oder hier kann man das MG-Feuer einmal verhindern. Ja, was gibt's noch alles? Hier kann man den Verteidigungswert eines Sektors auf 0 reduzieren. Das gilt dann für alle Einheiten in dem Sektor. Es gibt auch Items, wo man den Bunker, die Verteidigung des Bunkers reduzieren kann. Gilt dann auch eben für alle praktisch Spieler. Und im Gegensatz zu den Items sind aber diese Spezialisten hier, haben einen dauerhaften Effekt. Die kann man jede Runde wieder nutzen, die Items eben nur einmalig. Ja, und so versucht man hier möglichst gut zusammenzuarbeiten, möglichst gut zu würfeln, möglichst gut die Sonderfähigkeiten zu nutzen, um letztendlich hier in dem Bunker anzukommen und zu gewinnen und sich zu freuen. So, wie finde ich die den Dice denn jetzt? Fangen wir mal mit den Komponenten an. Also die sind absoluter Wahnsinn, das hat man im Video gesehen. Allein diese ganzen Custom Dice, also speziell für das Spiel angefertigten Würfel, ist absoluter Wahnsinn. Wenn man es gesehen hat, diese Spielsteinwürfel, also diese Units, die haben so ein Camouflage-Muster, also auch nur total thematisch. Ja, und ansonsten wirklich schaut es richtig schnieke, richtig schick aus, macht einfach Spaß und man muss ganz ehrlich gestehen, ohne Kickstarter wäre diese Produktion wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Also da kam wirklich so viel zusammen, dass die Auflage wirklich in die Höhe geschossen ist und somit konnte man dann natürlich auch viel, viel bessere Komponenten reinpacken. Also das ist dann ja auch wieder so ein Vorteil jetzt für Kickstarter-Spiele. Als weiteren haben wir tolle Karten, diese Battlemaps sind gut gelungen. Das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln würde, sind jetzt diese Drehräder, die sind ein bisschen friemelig oder ein bisschen, ja, brauchen feinmotorische Fähigkeiten auf jeden Fall und die drehen sich vielleicht auch ein bisschen zu leicht, aber ansonsten, es ist jetzt trotzdem vollkommen in Ordnung. Ja, was kann man dazu mehr sagen? Also ich denke auch, die ganze Aufmachung ist toll, dann haben wir hier wirklich eine Spielerhilfe, die man einen neuen Spieler einfach hinlegen kann. Der kann alles, was wichtig ist für das Spiel, darauf nachlesen und lediglich bei den Szenarien kommen vielleicht ein paar Sachen dazu, die man halt dann vorher kurz erklärt. Aber ansonsten reicht das vollkommen aus, das Spiel zu spielen. Richtig gut gemacht, richtig gut strukturiert, einfach toll. Problem ist jetzt natürlich die Sprachhürde, es ist halt komplett auf Englisch, ist leider nicht auf Deutsch erschienen. Ich weiß auch nicht, ob es auf Deutsch kommt, da habe ich keine Informationen drüber bisher. Man braucht schon Mitspieler, die Englisch lesen und verstehen können und die auch ja, so ein gewisses Vokabular haben einfach. Weil sonst muss man, obwohl es jetzt kooperativ ist, könnte man ja sagen, okay, einer kann es nicht, macht nichts, aber sonst müsste man ja wirklich jede Karte erzählen. Wir haben eigentlich fast auf jeder Karte einen Text. Es gibt nur ganz wenige, die nur mit Symbolen auskommen. Da wird es dann schon schwierig. Ansonsten die Ikonografie, richtig auch eindeutig gemacht, kommt man richtig gut zurecht, kann man einfach nur loben. Ja, von der Abwechslung her bietet das Spiel unheimlich viel. Man kann da wirklich ganz, ganz viel entdecken. Ich habe jetzt wirklich nur einen Bruchteil gezeigt von dem, was es eigentlich gibt, obwohl ich schon wirklich viel erklärt habe eigentlich. Aber das Spiel ruft einen praktisch dazu auf, bitte entdecke mich, bitte schau, was es noch alles gibt. Und das ist auch das, warum man dann eigentlich sagt, oh, jetzt gleich noch eine neue Map und jetzt schauen wir mal, was da passiert und was es da alles wieder an gegnerischen Hinterhalten gibt und so weiter. Also auch über die Items, die ja jedes Szenario neu sind und die ja, Spezialisten, also diese einmaligen und die regulären, die sind ja wirklich immer anders. Einfach mega viel Abwechslung in so einer kleinen Schachtel, einfach toll. Kann man nur loben. Spielerisch kann man schon sagen, dass es durchaus ziemlich kooperativ ist. Also da würfelt nicht nur jeder vor sich hin, sondern man muss auch wirklich teilweise, wenn man Spezialisten hat, wo man zum Beispiel Würfel tauschen kann, auch beim Würfeln schon aufeinander gucken und sagen, oh, behalten wir lieber den können wir vielleicht nachher tauschen. Man muss wirklich miteinander reden. Man kann natürlich auch sich die Schlachtplan überlegen. Du gehst rechts, ich gehe links, wir versuchen das so und so. Da muss man miteinander sprechen. Und man muss sich natürlich auch aus Notsituationen aushelfen und Items tauschen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade hier Soldaten, wenn wir aufs gleiche Feld ziehen, dann kann ich dir welche abgeben. Ja, da kommt auch wirklich kooperative Stimmung auf und es macht auch richtig viel Spaß, da zusammen am Tisch zu sitzen. Ein Problem gibt es bei den Spielen, die Spielerzahlen, die skalieren nicht. Das heißt, im Endeffekt ändern sich die Regeln von einer, ja, oder von, sag ich, von Zweier zum Vierer Spiel nicht groß
Und zu viert hat man einfach deutlich mehr Ressourcen, weil ja jeder würfelt. Man kann also auch deutlich mehr Items kaufen, man kann deutlich mehr Spezialisten kaufen, die einem helfen. Da hat man es dann schon deutlich leichter. Also je mehr Spieler, umso leichter wird das Spiel. Bei der Solitär-Variante ist es so, dass ich alle Boni, die eine andere Einheit kriegen würde, selber gut geschrieben kriege. Und es gibt nur wirklich einen ganz kleinen Aussatz an Karten, der dann rausgeworfen wird, der dann nicht nutzbar ist. Ansonsten kann man wirklich alle Karten so spielen, wie man sie auch im Mehrspieler spielen würde. Nur eben, dass man den Bonus selbst erhält. Und das hilft dem Solitärspieler auch immer ziemlich gut über die Runden. Und somit hat er auch wirklich eine Chance, alleine sich hier durchzukämpfen. Ja, das ist so jetzt der kleine Nachteil. Man muss aber auch sagen, dass allerdings, wenn man mit 4 Spielern spielt, ja jede Einheit überleben muss. Man muss also nicht nur 2 Einheiten durchbringen, sondern eben 4. Also für den 4 darf keiner sterben. Das ist dann trotzdem auch schon teilweise richtig schwer. Ja, vom Glücksfaktor her, der ist gegeben, ganz klar. Man würfelt, aber man kann wirklich so viel modifizieren. Man kann so viel noch im Nachhinein über seine Spezialfunktionen, über Items und Spezialisten, noch so viel regeln, über Awards vielleicht sogar regeln, dass man da wirklich trotzdem immer eine Chance hat, selbst wenn man mal schlecht würfelt. Wenn man natürlich der Reihe nach schlechte Entscheidungen beim Würfeln schon trifft oder richtig schlecht würfelt über Runden hinweg, dann ist es natürlich ganz fatal und hat man eigentlich keine Chance. Aber so ein, zwei schlechte Würfe oder mal schlechte Ergebnisse kann man wirklich durchaus hinnehmen, ohne dass es einen jetzt großen die Bredouille bringt, denn man kann ja immer wieder noch irgendwie irgendwo was machen. Und das finde ich richtig toll. Ich finde, sowas könnte ein kooperatives Spiel rein. Ich mag kooperative Spiele, die so einen extrem hohen Glücksfaktor haben, einfach nicht. Aber hier kann man wirklich sagen, ich habe auch noch Kontrolle über das Spiel und das Spiel spielt nicht mich, sondern ich habe wirklich auch noch richtig gute Entscheidungen. Ich habe richtig tolle Effekte, die ich zum richtigen Zeitpunkt einsetzen muss. Und wenn ich die gut nutze und wenn ich das gut mache, dann habe ich gut gespielt und deshalb gewinne ich das Spiel auch. Und das ist mir bei kooperativen Spielen immer sehr, sehr wichtig. Ja, von der Spielzeit her liegen wir jetzt hier so im Bereich von teilweise 15 Minuten oder 10 Minuten, wenn man es vielleicht sogar alleine spielt. Je mehr Spieler, umso länger dauert es natürlich, umso mehr Kommunikation findet am Tisch statt. Umso mehr kann man Effekte nutzen und das dauert dann natürlich seine Zeit. Aber ich denke, man ist grundsätzlich eigentlich immer unter einer Stunde und ja, das ist für so ein kooperatives Würfelspiel, das ja wirklich auch Komplexität und Tiefe hat, wirklich auch ziemlich gut. Ja, mit was ist das Spiel vergleichbar? Ich vergleiche es gerne so ein bisschen mit Elder Sign. Es ist ja ähnlich, man hat diesen Kniffel-Würfel-Mechanismus, 3 Würfel, Würfel rausnehmen, Würfel vielleicht nochmal neu würfeln und so weiter. Also ich denke, jemand, dem Elder Sign gefällt, zum Beispiel als kooperatives Würfelspiel, die macht D-Day Dice mit sicherlich auch Spaß. Man muss halt das Thema mögen. Das ist halt einfach Krieg. Man stürmt als Alliierte einen deutschen Bunker. Und das weiß nicht, ob das jedermanns Sache ist. Ja, schlussendlich ein richtig gutes Spiel, das mir echt toll gefällt. Ich hoffe auch, die Erweiterung noch zu bekommen und auch vorstellen zu können. Schauen wir mal. Einzige Sache ist halt, dass es teilweise vielleicht ein bisschen zu einfach ist. Denn zu einfach zu gewinnen, am Anfang hat man es richtig schwer, aber je weiter man fortschreitet, umso mehr Effekte kann man nutzen. Und dadurch, dass die alle kumulativ zueinander sind, hat man dann richtig gutes Repertoire und kommt dann am Ende fast eigentlich gar nicht mehr in die Bredouille. Das ist vielleicht ein bisschen schade, da würde ich mir wünschen, dass noch ein bisschen heftigere Szenarien rauskommen, wobei man sagen muss, die letzten, also die letzten, vor allem die letzten beiden, sind richtig schwer. Also da kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren, aber so die ersten 5, sage ich mal, die sind schon trotzdem durchaus machbar und vielleicht ein bisschen zu leicht, würde ich jetzt sagen. Aber wie gesagt, es kommen noch Erweiterungen und die letzten sind echt schwer. Es gibt dann sogar noch die nächsten Erweiterungen, wo einer den Deutschen dann spielt, der den Bunker dann verteidigt. Und ich glaube, dann hat man richtig zu kämpfen, um den zu schlagen. Also praktisch 4 Leute gegen einen oder 2 gegen 1 und so weiter. Gut, also wem das gefallen hat, das mit dem Würfeln, das Thema gefällt. Wer in einem kooperativen Spiel viel Kooperation sucht und viel Effekte nutzen, Effekte aufeinander abstimmen, wer sowas sucht, der ist da mit D-Day Dice gut beraten. Und vor allem, wenn du ein richtig kurzes, knackiges, ja, einstiegsfreundliches, muss man eigentlich schon sagen, obwohl viel Text dabei ist, wer so ein Spiel sucht, der ist hier mit D-Day Dice eigentlich richtig gut beraten.